Stone TV Skyrim, das etwas andere Let's Play. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Folge 208 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario von Holstone TV alias Fusia, dem Drachenblut und ihrer vier Begleiterinnen. So, wie ihr seht, haben wir jetzt neue Rüstungen und mal einen Schnelldurchlauf gemacht. Ihr seid also der Attentäter? Ihr müsst den adligen Gast in der Drachenfeste in Weißlauf ermorden. Hier ist das Gold. Ich hoffe, es reicht. Es sind jeden Abend dieselben. So. Ich finde, dass ihr wunderbar spielt. Ich hoffe ja, dass die jetzt, wenn ich den Klamotten gebe zum Tragen, dass die nicht immer gleich jedes Mal wieder wechseln. Weil sie doch ein bisschen nervig auf Dauer immer wieder zu gucken, ob sie überhaupt noch Haare haben. Und so weiter. Ihr seid doch der von der Akademie. Der ist gut. Was soll ich denn noch tun? Der. Die. Ich weiß, dass ihr diese Stadt verlassen wollt. Stadt? Diese Stadt. Müsst ihr ein bisschen mehr mit anderen. Da haben wir es wieder, diese Stadt. Ja, Mutter. Tja, siehste. Wenn ihr euch je zur Ruhe setzen und Kinder haben wollt, denkt gut darüber nach, bevor ihr es tut. Schön, dass du mir das jetzt sagst. Aber lass mal, ich bin zufrieden mit meinen Beinen. Ja, so, wo wollen wir jetzt hin? Ach ja, Ja, die eine Quest jetzt erstmal angenommen. Und da wir jetzt schon mal hier in Iverstadt sind, gucken wir mal zu unserem Häuschen, was wir erworben haben. Da war ich ja neugierig geworden durch im Forum, durch die Bilder vom René, die der gepostet hatte. Und dann haben wir Deus Mons, heißt es, glaube ich. Deus Mons suchen wir jetzt. Das muss hier irgendwo in der Richtung sein. Zwischen Iverstadt und Hochrotka. Noch sind wir hier knackig, sodass wir keine Angst vor den 7000 Stufennamen brauchen. Oh, was ist das? Ach so, ja, das sieht er natürlich immer wieder. Steck den Laden nicht in Brand, klar? Okay. Du siehst ja heiß aus, Jung. Trink bloß nichts oder iss nichts. Bis zum nächsten Mal. Ah. Oh, wenn die wenigstens alle erstmal wieder normale Körper hätten, da wäre ich schon so happy. Deus Mons soll ja auch ein großes Ding sein und vor allen Dingen, was mich daran reizt, weil der René geschrieben hat, dass die Waffenständer da funktionieren sollen. Und ich habe jetzt nichts weiter mitgebracht. Aber sowas hatte mich ja mal gereizt, auf jeden Fall, weil dass ich meine Raritätensammlung nebeneinander präsentieren kann.
Da musste ich ja. Castle Grey hatte ich die ja schon mal angebracht und dann waren die ja weg. So dass ich wieder einen alten Spielstand laden musste, der mich wieder zurückgeworfen hatte. Und das möchte ich natürlich nicht, mit das Risiko möchte ich natürlich nicht wieder eingehen. Aber wenn er sagt, da das lädt, dann, dass man die auch sehen kann, dann soll mir das schon mal recht sein. Schöne klare Sicht. Schönes Wetter. Kann nicht mehr weit weg sein. Schnee treiben. Ah. Ah. Oh. Troll oder was ist das? Ich sehe gar nichts. Hinterm Berg. Troll war das, glaube ich. Oh. Jo. Ja, stimmt ja, die schmilzt die ja immer gleich ein. Elise, oder ich nenne die jetzt einfach Elise. Unser neuer Mage. Das ist neu, ja, ganz so, schon wieder drei Folgen. Aber im Verhältnis zur Anzahl der anderen Folgen ist natürlich verhältnismäßig neu. Toys Mons. Interessante Örtlichkeit, würde ich mal sagen. Ja? Einfach so über die Schlucht drüber. So in die Ecke kommen nun auch nicht allzu viele Fußgänger, schätze ich mal. Ach so, gucke, da ist er. Der soll den Schlüssel haben. Mal sehen, ob unsere Armbrust funktioniert. Jo, also nicht zu hoch angehalten. Dann klappt das auch. Ist noch ein Drache, oder? Habe ich mich verguckt. So, Pfeil ins Knie. Jo, siehst du? Pfeil ins Knie hilft immer. Wenn nichts geht, jetzt rutschen wir nicht den Berg runter. Ich springe nicht hinterher. Achso, doch, bei dem hätte ich ja gemusst. Der hat ja den Schlüssel. Aber dieser Baum war die Rettung. Wer weiß, wo der sonst noch hingemurmelt wäre. Ich meine, okay, in so einem Let's Play hätte das wahrscheinlich für viel Gaudi gesorgt. Na, mein Schatz. Ups. Eigentlich. So. Jetzt rüber. Das ist aber auch. Haben wir wirklich eine Stelle ausgesucht, hä? Hm.
hat die automatische Steuerung den Ton hier angehoben. Das über der Schlucht hier ist wahrscheinlich leiser als sonst gewesen. Aber ich hoffe doch, dass ich immer noch zu hören bin, zu verstehen bin. Zu hören alleine reicht ja nicht. Zu verstehen soll man ja auch sein. Deusmunds. Schlüssel haben wir ja. Das ist das Schloss her, oder? Das vermute ich mal, dass ja jetzt hier nichts kommt durch die Übersetzung, durch die deutsche Übersetzung. Wer er nun genau ist, das weiß ich immer noch nicht. Ob er nun... Ja, das wollte ich fragen, ob er nun ein Opfer des Drachen ist oder war. Dann richten wir natürlich erstmal alles voll ein. Damit das nicht so langweilig ist. Ja, ach, da gibt's noch einige Optionen, ne? Das wäre natürlich schön, wenn es eine Option, dass man da auf einmal alles auswählen könnte. Als zusätzliche Option. So, dass man separieren kann natürlich, aber auch wenn man wollte, dann alles auf einmal aktivieren könnte. Das war's. Worüber hat er sich jetzt gefreut? Keine Ahnung. Oder noch mehr, oder? War jetzt etwas irritiert durch das Klatschen. Guck mal, was er noch hat. Oberfälle auf sehr. Warst du? Heißt das nicht warst du? Ja gut, vielleicht auch ein Schreibfehler, Druckfehler. Soldaten können nie schaden. So eine Wachmannschaft ist immer gut. Ich weiß, hat er noch mehr gehabt? Das dauert immer ewig. Oh, das scheint es gewesen zu sein. Er hat also nichts mehr. Dann schauen wir mal hier. So, dann gehen wir immer auf Ausdauer. Dass wir die Girlies nicht immer so beladen müssen, ne? Drei Talente kann ich verbessern. Da, zum Beispiel seht ihr, das ist das Grüne. Bei Alchemie. Alchemie war ich doch schon höher. Hab mir natürlich nur die rausgesucht, die hab dann noch zum Aktivieren die ich eigentlich auch nur haben wollte. Aber wieso steht da jetzt bloß eine 25? Das verstehe ich nicht.
das jetzt ein anderes Menü oder? Ich glaube, ich mache Wiederherstellung. Ja, und so war das bei Alchemie ungefähr auch. Hatte ich also zwar voll geskillt, aber nur ein paar Punkte rausgesucht, die mich interessiert hatten bis dahin. Gegen Untote. Draws sind doch Untote, oder? Draws. Draugen. Oh. Das ist ja, ja. Ausdauer ist auch mal gut. Was stand da? Legendär? Wo kann man das? Ich hab doch. Muss man das nicht selber auf Legendär setzen oder wieso ist? Oder ist er automatisch? Hat er sich selber auf Legendär gesetzt? Wodurch auch immer. Ich weiß es nicht. Na, sowas. Mal heilen. Boah, Heilung. Heilung ist doch Wiederherstellung, ne? Dass ich da mal was. Was Sinnvolles hier skillt habe. Die Oberfälle würde ich noch nicht mehr interessieren. Erstmal die Küche oder so. Wegen Koch, wegen Fleisch. Fleisch. Wahrscheinlich dann im Berg drinne oder was? Hört aber einer schnupfen, ey. Wachmannschaft. Ist schon mal gut, die haben jetzt alle ihre Rüstung an. Schon mal kleine Beruhigung. Gedeckter Tisch, dann kann der Küche nicht weg sein, ne? Oh. Ja, da haben wir wieder einen. Nee. Ich suche den Koch. Ich will Fleisch kaufen vom Koch. Bist du der Koch? Sina Goldzunge redet nicht. Okay. Tschüss. Ist aber nicht höflich, die hinter sich einfach so, ne? Hinter sich einfach so die Tür zu machen. Tresorraum. Ah. Die verwaltet denn unsere Schätze oder was, oder? So, die ist also auch nur da, um gut auszusehen. Wo ist denn die Küche? Mit dem Koch. Das Soldaten oder? Oder Begleiter oder was soll das alles sein? Ach, weil ich gerade gesehen habe eben. Bei unserem Begleiter die Rüstung, das ist die gleiche Rüstung, die ich für die gemacht habe, wie die ich selbst anhabe. Und trotzdem fällt die bei denen etwas knapp aus. Das war's schon. Ich dachte, ich kann jetzt hier. Koch. Das ist kein Koch, das ist ein Soldat und das andere ist der als eventuell Begleiter. Der Koch gerade einkaufen ist oder was noch? Oh, ein bisschen Staub abwaschen. Kein Koch. Da ist. Ach, das ist. Nee.
Dieser Sand ist kalt. Ach so? Welcher Sand? Hauptsache nicht im Essen, ey. Oder sehe ich meinen Koch bloß nicht? Oh. Haben wir doch noch ein bisschen was. Ist ja nur als... Nee, davon nehmen wir nichts weg. Deko lassen wir hängen. Also Salz muss ich. Ich muss wenigstens Salz mit haben. Salz muss ich mal mit haben. Dann könnte ich schon mal was machen. Was kräftigeres als das Standardessen. Wo ist der Koch? Schade. Ja, dann muss ich mal zum River. Wie heißt das? Riverwood. Der Koch, der ist jedenfalls immer da, und dann sind sie auch noch zu zweit, so dass wir da zur Not noch was holen können. Glückliche. Okay, er scheint ja schon mal glücklich zu sein. Das ist wahrscheinlich auch ein Begleiter, hä? Ne, Händler. Werft einen Blick darauf. Jetzt habe ich aber nichts in der Tasche, jetzt habe ich alles schon verteilt, wa? Ja, dünnere Baumwolle ist gut, die brauche ich ja für... Ach, für... Ja. Ein halbes Kilo. So, meine Lieben, das soll es für diese Folge dann erstmal wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Ich wünsche euch Gesundheit und mir wünsche ich natürlich für die Videos Klicks, Likes und nach Möglichkeit Abonnements. Dann ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Mario, der alte Sack von Holzdruck TV.